Lange habt ihr auf das Video gewartet, oft wurde es angefragt und heute verrate ich dir das Geheimnis, mit dem in Zukunft die Frauen dich küssen, statt dass du sie küssen musst. Also heute verrate ich dir, wie du es schaffst, dass die Frau dich küsst. Dazu möchte ich sagen, beziehungsweise vorher möchte ich sagen, du solltest auch generell in der Lage sein, eine Frau zu küssen. Das heißt, wenn du so gar nicht weißt, wie das funktioniert, schau dir mal nach diesem Video das erste Video, beziehungsweise den ersten Link in der Beschreibung. Da habe ich ein Video für dich verlinkt, in dem ich dir zeige, wie du die Frau küssen kannst. Du solltest generell dazu in der Lage sein, die Frau zu küssen, weil wenn du das nicht kannst oder wenn du das noch nie gemacht hast, dann wirst du es auch wahrscheinlich nicht schaffen, dass die Frau dich küsst. Also du musst ein bisschen Erfahrung damit haben und solltest schon mal eine Frau geküsst haben, solltest da schon mal den Mut gehabt haben. Wie gesagt, wenn du nicht genau weißt, wie, erster Link in der Beschreibung. Jetzt beschreibe ich dir aber mal eine von den klassischen Situationen, in denen es immer wieder passiert, dass die Frauen mich küssen und dann erkläre ich dir gleich ganz genau, Schritt für Schritt, wie auch du das machen kannst. Also, ich stehe auf meinem Balkon, habe gerade ein Date und die Frau steht vor mir. Jetzt habe ich vorher schon Folgendes gemacht. Während wir zum Beispiel auf meinem Sessel waren, habe ich sie so ein bisschen gestreichelt, bin ihr so ein bisschen, habe ihr ein bisschen so das Bein gestreichelt, bin ihr auch ein bisschen teilweise am Oberschenkel so ein bisschen hochgestreichelt. Ich habe sie nicht super intim berührt, aber ich habe sie immer ein bisschen gestreichelt und das dann wieder sein lassen. Also, bevor dieses Sie küsst mich Ding funktioniert, musst du erstmal ein bisschen Basic Körperkontakt aufgebaut haben. Das heißt, das Ganze funktioniert nicht, wenn du sie das ganze Date über oder die ganze Zeit über noch nicht einmal berührt hast. Dann wird das nicht funktionieren. Du solltest sie ein bisschen berührt haben. Optimalerweise hast du sie vielleicht schon massiert. Ja, du kennst ja meine Tipps zum Thema Massage. Optimalerweise hast du sie bereits massiert, hast sie vielleicht ein paar Mal gedreht, ja, die klassische Drehung, oder sie, während du Geschichten erzählt hast, am Oberarm oder wo auch immer berührt. Wenn du das alles gemacht hast, dann klappt es besser. Es kann auch ohne klappen, aber dann ist es schwieriger. So, und was ich jetzt mache oder was du machen kannst, damit die Frau in Zukunft dich küsst und du dir gar keine Gedanken mehr um dieses Thema machen musst, ist, dass wenn die Frau dann dasteht, ja, und du willst, dass sie dich küsst, dann musst du ihr erstmal den Kuss von deiner Seite aus vorenthalten. Und das sieht einfach folgendermaßen aus. Nehmen wir mal an, ich stehe auf dem Balkon und sie steht vor mir. Ja? Dann komme ich näher, komme näher an sie ran, schaue ihr in die Augen, sag nichts mehr, grinse vielleicht leicht, schau in die Augen, komm näher, dann greife ich sie hier am Nacken, so als ob ich sie küssen wollen würde. Ja, komm näher, bis ich kurz vor ihrem Gesicht bin, vielleicht noch so ein bisschen Abstand. Ja, und du wirst dann schon sehen, die Frau macht die Augen zu, um geküsst zu werden von dir. Und dann ziehst du zurück, lächelst sie an und sagst sowas wie, wolltest du mich gerade küssen? Reiß dich mal ein bisschen zusammen, so gut kennen wir uns ja noch nicht. Irgendwie sowas, das die Schuld auf die Frau schiebt. Ja, das sagt, was, du wolltest mich gerade küssen? Was bist du denn für eine? Oder sowas wie, was, du wolltest mich gerade küssen? So ein Mann bin ich nicht. Ich küsse Frauen erst beim dritten Date. Ja, dann grinse ich sie leicht an, schub sie vielleicht noch so ein bisschen von mir weg und wechsle dann das Thema. Und das mache ich immer wieder. Ja, das mache ich immer wieder, so 2-3 Mal, während ich zwischendrin sie auch noch ein bisschen streichle, aber da auch wieder zurückziehe. Das mache ich 2-3 Mal und in 90% der Fälle bis jetzt, wo ich das gemacht habe, hat die Frau dann einfach irgendwann mich geküsst, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat, weil sie keinen Bock mehr hatte zu warten und dann fällt die Frau über dich her. Ja, und das hat den Vorteil, du fragst dich jetzt vielleicht, hey, wenn ich sie sowieso küssen könnte, wieso soll ich denn dafür sorgen, dass sie mich küsst? Das hat den Vorteil, dass sie das Körperliche initiiert hat. Also sie hat den ersten Kuss gemacht und damit muss sie sich dann selbst rechtfertigen, warum sie körperlich mit dir geworden ist. Und die Rechtfertigung wird wahrscheinlich so aussehen, hey, der Typ gefällt mir echt gut. Und das erhöht die Chance darauf, dass ihr auch relativ schnell zusammen Sex habt. Das heißt, das ist so eine Kleinigkeit, die man einbauen kann, die deine Chance auf zum Beispiel schnelleren Sex erhöhen kann. Außerdem ist es halt lustig, wenn die Frau dich küsst. Und es lässt dich außerdem wie ein Mann darstellen, das ist der zweite wichtige Punkt, es lässt dich außerdem wie ein Mann dastehen, der sehr viel Erfahrung mit Frauen hat. Denn ein Mann, der nicht viel Erfahrung mit Frauen hat, ein Mann, der nicht auf Frauen küsst, der würde das so niemals machen. Das würde immer nur ein Mann machen, der erstens Erfahrung mit Frauen hat und der zweitens weiß, wie man Frauen küsst, der sich auskennt mit diesen ganzen Körperlichkeiten. Und das sind drei Sachen, die du auf jeden Fall der Frau kommunizieren willst, weil die kommunizieren ihr hohen Wert. Ja, das gibt ihr den Eindruck, als wärst du ein besonders wertvoller Mann. Und das ist natürlich nur zu deinem Vorteil. Deswegen willst du, dass die Frau dich küsst. Aber wie gesagt, vorher solltest du ein paar Mal die Frau selbst geküsst haben. Ich habe dir ja gerade erklärt, wie auch das funktioniert. Aber nochmal kurz den Ablauf, wie die Frau dich in Zukunft küsst. Du greifst ihr hier an den Hals, kommst ihr näher, vielleicht noch so ein bisschen Abstand,
dann ziehst du zurück, grinst sie ein bisschen frech an und sagst sowas in der Art zu ihr wie: Wolltest du mich gerade küssen? Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Dann stoße ich sie vielleicht so ein bisschen weg oder vielleicht halte ich auch ihre Hand. Also du kannst sehr viel damit rumspielen. Ja, vielleicht stoße ich sie so ein bisschen weg, aber halte sie trotzdem in der Hand, habe trotzdem noch so ihre Hand in meiner Hand und zeige ihr damit, also das ist so doppeltes Signal. Ich sage ihr keine Körperlichkeit, aber ich halte ihre Hand und zeige ihr doch Körperlichkeit. Ja, das kann Frauen super schnell verwirren und es ist natürlich nicht unser Ziel, es ist nicht Frauen zu verwirren, aber unser Ziel ist es, die Frau neugierig zu machen. Ja, die Frau zu erregen. Und genau diese Sachen erregen die Frau. Das ist genauso wie wenn du mit der Frau schläfst und du dringst in sie ein und dann machst du vielleicht ein, zwei Stöße und ziehst deinen Schwanz wieder raus, um das dann später zu wiederholen, um das dann später noch ein, zweimal zu machen, bis zu dem Punkt, wo sie sowas zu dir sagt wie: Los, fick mich endlich. Ja, das ist genau das Gleiche. Du willst dadurch, dass du immer wieder Spannung aufbaust, oh, gleich küsst er mich, und dann wieder abbaust, das baut so viel Spannung und so viel Wollen in der Frau auf, dass sie irgendwann einfach dich küsst. Ja, dass sie irgendwann einfach sagt: Los, fick mich jetzt endlich. Ja, das sind diese Sachen, die du damit erreichen kannst. Also du machst diesen ganzen körperlichen Teil viel spannender, wenn du das machst. Und ich kann dir nur empfehlen, probier das mal aus. Frauen küssen dich in Zukunft, statt dass du sie küssen musst. Aber wie gesagt, wenn du jetzt ein Anfänger bist, dann mach das erst ein paar Mal. Küss erst mal ein paar Mal die Frau, bevor du dann in dieses Modell gehst, was ich dir gerade erklärt habe. Aber super effektiv, um wertvolle Charaktereigenschaften zu kommunizieren und auch super effektiv, um die Frau zu erregen und um sie so richtig heiß auf dich zu machen. Schön, dass du dabei warst. Hier neben dem Fall kannst du den Channel abonnieren. Kann ich dir nur empfehlen. Das Ganze ist komplett kostenlos. Hier unter mir kannst du dich fürs Online-Coaching eintragen. Das ist komplett kostenlos. Dort erhältst du Informationen und Gratis-Dokumente, die du hier nicht bekommst. Dort unten kannst du dich kostenlos eintragen. Und unten rechts in der Ecke gehst du zum letzten Video auf diesem Channel, das ich dir nur empfehlen kann, dort auch vorbeizuschauen. Wie gesagt, erster Link in der Beschreibung. Wenn du gar keine Ahnung von Küssen hast, guckst du dir das Video mal an. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, eine geile Woche. Ciao.